Ihr Lieben, ihr habt es mitbekommen, heute gibt es zwei Teile. Und zwar der erste Teil ist einfach mal eine Übersicht für alle neu hinzugekommenen. Und diese Übersicht werden wir auch immer mal so alle zwei, drei Wochen einstellen. Und dieser zweite Teil ist jetzt Franchezzo gewidmet. Und wir gehen gemeinsam in das Kapitel 11. Ja, also Franchezzo ist wieder auf verschiedenen Ebenen unterwegs gewesen und ist auch in Zusammenkünfte geholt worden. Und um diese Zusammenkünfte geht es jetzt in Kapitel 11 weiter. Zu diesen Zusammenkünften ging ich stets in Begleitung jenes erhabenen Geistes, von dem ich bereits gesprochen habe und dessen Name mir nun bekannt geworden war. Es war Arinziman, ein Führer aus dem Osten. Da ich ihn jetzt deutlicher sehen konnte, will ich ihn hier beschreiben. Ein stattlicher Mann von majestätischem Äußeren, angetan mit weißen, von gelb umsäumten, wallenden Gewändern und einem gelben Gürtel um die Hüften. Seine Haut hatte jene bräunliche Färbung, wie sie für die Orientalen charakteristisch ist. Die Gesichtszüge trugen den Stempel der Offenheit und waren ähnlich denen, welche man bei den Statuen des Apollo findet, wenn auch ihr eigenartiger östlicher Ausdruck sie etwas verschieden vom griechischen Typus erscheinen ließ. Seine Augen waren groß, dunkel, sanft und weich, wie die einer Frau. Doch in ihren Tiefen brannte ein verborgenes Feuer und eine Glut, die zwar von seinem starken Willen beherrscht wurde, seinem Blick und Mienenspiel aber dennoch eine große Wärme und Kraft verlieh. Dieser Gesichtsausdruck verriet mir, wie sehr er in seinem irdischen Leben alle Süßigkeiten einer großen Liebe und alle Leiden eines starken Hasses gekostet haben mochte. Jetzt waren seine Leidenschaften gereinigt von allen irdischen Schlacken und dienten nur noch als Verbindungsglieder zwischen ihm und jenen, die gleich mir mit ihrer niederen Natur noch im Kampfe lagen. Ein kurzer schwarzer Bart bedeckte Wangen und Kinn und sein schwarz gewelltes langes Haar hing ihm über die Schultern herab. Seine Gestalt, obwohl groß und stark, besaß doch die ganze Geschmeidigkeit und biegsame Grazie der östlichen Rasse. Denn so ausgesprochen ist die Eigenart eines jeden Volkes, dass selbst der Geist noch die Spuren seiner irdischen Nationalität an sich trägt. Obgleich Jahrhunderte vergangen waren, seit Arinziman seinen irdischen Körper verlassen hatte, waren doch die Merkmale, welche die östlichen Völker von den westlichen unterscheiden, bei ihm noch nicht verschwunden. Dieser Geist glich einem irdisch sterblichen Menschen und war einem solchen durch den blendenden Glanz seines Körpers und Gesichtes dennoch so unähnlich, dass keine Worte jemals die seltsame Feinheit eines solchen Körpers schildern könnten. Nur wer einen Bewohner der höheren Sphären mit eigenen Augen gesehen hat, kann sich eine richtige Vorstellung davon machen. Schon während seines irdischen Lebens war Arinziman tief in die Geisteswissenschaften eingedrungen. Nach seinem Eintritt in die geistige Welt hatte er dieses Wissen bis zu einem solchen Grade vermehrt, dass es mir schien, als ob seiner Macht keine Grenzen gesetzt wären. Gleich mir, von heißem, leidenschaftlichem Temperament, hatte er während der langen Jahre seines geistigen Lebens gelernt, alle seine Leidenschaften zu meistern. Nun stand er auf seiner machtvollen Höhe, von der er immer wieder niederstieg, um ringenden Geistern, die bereit waren, ihre Schwäche zu bekämpfen, Hilfe zu bringen. Ein anderer, der nicht selbst gefallen gewesen war, hätte wohl vergebens zu uns gesprochen.
Bei aller Güte und Hilfsbereitschaft besaß er jedoch eine Willenskraft, gegen die man umsonst anzukämpfen suchte, wenn er sie zu gebrauchen für nötig fand. Ich selbst habe bei mehr als einer Gelegenheit beobachtet, wie er einige der wilden, leidenschaftlichen Wesen, unter denen er wirkte, zur Ruhe brachte, wenn sie im Begriffe standen, sich oder anderen Schaden zuzufügen. Sie wurden von ihm festgebannt und unfähig gemacht, ihre Glieder zu bewegen, obgleich er sie niemals berührte. Nur durch seinen mächtigen Willen, um vieles stärker als der ihrige, wurden sie zeitweise gelähmt und damit unfähig zu jedem Widerstand. Dann erörterte er mit ihnen in gütiger, offener Weise den Gegenstand des Streites und zeigte ihnen mit Hilfe seines wunderbaren Erkennens die volle Tragweite dessen, was ihr Tun für sie selbst und andere zur Folge haben musste. Danach löste er den Bann und stellte ihnen jetzt, wo sie unterrichtet waren, frei, die beabsichtigte Sünde zu begehen oder nicht. Selten sah ich einen, der nach einer solch ernsten Warnung darauf bestand, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich selbst wurde stets für einen sehr willensstarken Menschen gehalten, der nicht leicht von einem gefassten Entschluss abstand. Aber diesem Geiste gegenüber fühlte ich mich schwach wie ein Kind. Und mehr als einmal habe ich mich vor seiner Macht gebeugt. Hier möchte ich nochmals betonen, dass der Mensch in der geistigen Welt frei ist. Er darf seinen eigenen Neigungen und Begierden folgen, wenn er will, und es nicht vorzieht, den guten Rat anzunehmen, den man ihm gibt. Das Maß aber, in dem ein Geist die Rechte anderer verletzen kann, ist bedingt durch den Grad von Gesetz und Ordnung, die in der Sphäre herrschen, zu der er gehört. In der allerniedrigsten Sphäre, wo kein anderes Gesetz regiert als das Gesetz des Stärksten, kann jeder tun, was ihm beliebt. Man kann jemanden beleidigen oder knechten bis zur äußersten Grenze des Erträglichen. Aber ein Stärkerer wird mit diesem ebenso verfahren. Der unfreieste Sklave auf Erden ist weniger unglücklich als jene, die ich in der allerniedersten Sphäre gesehen habe. Dort herrscht kein Gesetz und dort leben nur solche Geister, die jedes Gottes- und Menschengesetz missachtet haben und nur sich selbst Gesetz waren, indem sie ihre Mitmenschen in schrankenlosester Weise bedrückten und ihnen Übles zufügten. Ich will diese Sphären kurz beschreiben. Es scheint, dass hier, so stark, grausam und hart ein Geist auch sein mag, sich stets ein anderer findet, der noch stärker, noch grausamer, noch böser und tyrannischer ist, um ihn zu bedrücken, bis man schließlich bei jenen anlangt, von denen es heißt, dass sie in der Hölle regieren, bei den Königen des Bösen. So geht es weiter, bis zuletzt das Böse in höchster Potenz sich selbst kuriert. Der Bösartigste und Herrschsüchtigste wird sich schließlich nach anderen Zuständen sehnen. Er wird wünschen, die Wirksamkeit irgendeines Gesetzes aufzuhalten oder sonst eine Kraft unter seine Herrschaft zu bringen, die er als höhere ahnt. Dieses Gefühl ist das erste Verlangen nach einem besseren Leben. Für die Brüder der Hoffnung, die als Helfer in diese dunklen Sphären ausgesandt werden, bildet es den ersten Angriffspunkt, um einem solchen Geiste den Gedanken einer noch möglichen Besserung einzuprägen. In dem Verhältnis, wie er dann aufwärts schreitet, findet er auf jeder Stufe der Entwicklungsleiter
einen höheren Grad von Gesetz und Ordnung, in die er sich schicken muss, wie er auch von anderen erwarten darf, dass auch sie sich fügen, wo die Gesetze es erheischen. Eine vollkommene Beobachtung der höchsten Moralgesetze findet sich nur in den reinsten Sphären. Aber es gibt viele Abstufungen bis dahin. Und wer die Rechte anderer achtet, wird die Erfahrung machen, dass auch seine Rechte geachtet werden. Derjenige, welcher die Rechte seines Nachbarn mit Füßen tritt, muss sich von einem Stärkeren als er treten lassen. In der geistigen Welt ist der Mensch in jeder Hinsicht frei. Er kann fleißig oder träge sein, Gutes oder Böses tun, Segen oder Fluch auf sich herabziehen. So wie er ist, wird sich seine Umgebung gestalten. Die Sphäre, für die er reif ist, wird stets die höchste für ihn sein, bis er durch eigene Anstrengungen würdig geworden ist, Bewohner einer höheren zu werden. So bedarf das Gute keines Schutzes gegen das Böse in der geistigen Welt. Die Verschiedenheit der Veranlagung selbst errichtet eine unübersteigliche Schranke zwischen ihnen. Die Oberen können zwar, wenn sie es wünschen, stets herabsteigen, um die Tieferstehenden zu besuchen oder ihnen beizustehen. Zwischen ihnen und den niederen Geistern aber ist eine breite Kluft, die Letztere nicht zu überschreiten vermögen. Nur auf der Erde und auf anderen Planeten mit materiellem Leben kann eine Vermischung von guten und bösen Einflüssen bei fast gleicher Stärke bestehen. Ich sagte mit fast gleicher Stärke, denn sogar auf der Erde besitzt das Gute die größere Macht. Es sei denn, dass der Mensch durch die Hingabe an seine niedere Natur sich dieser Macht selbst entäußere. In den Tagen des Altertums, als der Mensch in seinem Gemüte noch einfältig war, gleich einem Kinde, stand er, ohne es zu wissen, in innigster Verbindung mit der geistigen Welt. Jetzt aber haben sich die Menschen dieser Welt entfremdet und gleichen nun den Matrosen auf einem schwankenden Boote, welche diese Verbindung durch Nacht und Nebel wieder suchen. Freundliche Lotsen aus dem Geisterreiche sind bereit, ihnen hierbei Hilfe zu leisten und sie zu jenem strahlenden Lande zu geleiten, von wo sie einen Schatz von Licht und Hoffnung den müden Kämpfern auf der Erde zurückbringen sollen. Nach ungefähr 3 Monaten wurde ich von Arinzimann aufgefordert, mich auf eine große Veränderung vorzubereiten, die in meinen Verhältnissen vor sich gehen würde. Es handele sich um einen Übertritt in eine höhere Sphäre. Ich habe von mehreren Geistlehrern gehört, dass die Sphären in verschiedene Abteilungen zerfallen. Doch ist es nicht von allzu großer Bedeutung zu wissen, ob sie alle nach demselben Plane eingeteilt sind oder nicht. Ihre Unterabteilungen gleichen gewissermaßen Ländern, deren Grenzgebiete unmerklich ineinander übergehen. Die Veränderungen bei Land und Leuten drängen sich dem Beobachter auf der Durchreise von selbst auf. Einige werden daher berichten, dass es 7 Sphären gibt und dass die letzte davon den Himmel bedeutet, von welchem in der Bibel die Rede ist. Andere werden behaupten, dass es 12 Sphären seien und wieder andere werden noch größere Zahlen nennen. Jede Sphäre ist indessen gewöhnlich in 12 Kreise eingeteilt, obwohl auch hier wieder einige Geister anders rechnen, wie ja auf Erden die Normalmaße ebenfalls verschieden sind, während der gemessene Gegenstand stets derselbe bleibt. Ich für meine Person bin gewöhnt, mit 7 Sphären oberhalb der Erde und 7 Sphären innerhalb derselben zu rechnen, indem ich die Ausdrücke oberhalb und
innerhalb zur Bezeichnung der jeweiligen Nähe oder Entfernung von der großen Zentralsonne unseres Sonnensystems gebrauche. Der Sonne zunächst befindliche Anziehungspunkt, gleichwohl noch innerhalb der Erdsphären, ist als die höchste Grenze des für uns Erreichbaren gedacht, während der am weitesten von ihr entfernte Punkt unsere niederste oder verkommenste Sphäre bezeichnet. Jede Sphäre ist dann wieder in 12 Kreise eingeteilt, die so innig untereinander verbunden sind, dass man fast unmerklich von einem in den anderen gelangt. Ich hatte seither auf dem sogenannten Erdenplan gelebt, der gleich einem großen, breiten Gürtel die Erde umgibt und ihre Atmosphäre durchdringt. Dieser Erdenplan umfasst von den 7 Sphären oberhalb und innerhalb der Erde je die erste. Der Ausdruck Erdenplan wird gewöhnlich bei der Beschreibung der Wohnorte von Geistern gebraucht, welche noch in höherem oder geringerem Maße erdgebunden sind, weil es ihnen nicht möglich ist, tiefer zu sinken, als es die irdischen Anziehungen gestatten, noch sich von diesen Einflüssen ganz zu befreien. Man sagte mir, dass ich meine physischen Begierden überwunden und mich von den Anziehungen der Erde so weit befreit habe, um in die zweite Sphäre übergehen zu können. Der Übergang aus dem Kreise einer niederen Sphäre in den einer höheren vollzieht sich meistens, doch nicht immer, während eines tiefen Schlafes, der genau dem Todesschlaf eines Menschen gleicht, wenn er den irdischen Körper verlässt. Im gleichen Verhältnis, wie ein Geist vorwärts schreitet und ätherischer wird, ist diese Umwandlung von einem entsprechend höheren Grade von Bewusstsein begleitet, bis schließlich das Aufsteigen von einer hohen Sphäre zu einer noch höheren nur noch dem Vertauschen eines Gewandes mit einem etwas feineren gleicht, in dem eine geistige Hülle abgelegt wird und eine andere, ätherischere zum Vorschein kommt. Auf solche Weise steigt die Seele aufwärts, indem ihre Hülle immer weniger irdisch, immer weniger materiell wird, bis sie über die Grenzen der Erdsphären hinaus in den Bereich der Sonnensphären gelangt. Bei der Rückkehr von einem meiner Besuche auf der Erde geschah es, dass mich ein seltsames, ungewohntes Schlafgefühl überkam, welches mehr einer Gehirnlähmung als gewöhnlichem Schlafe ähnlich war. Ich zog mich in mein kleines Zimmer in Zwielichtlande zurück, und als ich mich da selbst auf mein Ruhebett geworfen hatte, sank ich sofort in einen traumlosen, todesähnlichen Schlummer. In diesem bewusstlosen Zustande lag ich ungefähr 2 Wochen nach irdischer Zeitrechnung. Während seiner Dauer verließ meine Seele den entstellten Astralkörper, um gleich einem neugeborenen Kinde in einer schöneren und reineren geistigen Hülle zum Vorschein zu kommen, die sich infolge meiner Bemühungen, das Böse zu überwinden, gebildet hatte. Jedoch wurde ich nicht als Kind, sondern als ausgewachsener Mann geboren, wie ja auch meine Erfahrungen und mein Wissen die eines reifen Geistes gewesen waren. Es gibt Sterbliche, deren Lebenserfahrungen so beschränkt sind, deren Geistesfähigkeiten so wenig gepflegt wurden und deren Naturen so einfach und kindlich sind, dass sie nur als Kinder in die geistige Welt geboren werden können. Einerlei, wie viele Jahre irdischen Lebens sie gezählt haben mögen. Dies war jedoch bei mir nicht der Fall. Als ich mich in meinem neuen Zustand betrachtete, fand ich, dass auch mein geistiger Körper auf die Altersstufe schließen ließ, die ich im irdischen Dasein erreicht hatte. Unter dem Beistand geistiger Freunde ging meine wiedergeborene Seele in völlig bewusstlosem Zustande
in die zweite Sphäre über, wo ich in traumlosem Schlummer liegen blieb, bis die Zeit des Erwachens herannahte. Die Astralschale, welche ich verlassen hatte, wurde durch die Kraft dienstbereiter Geister in die Elemente der Materie des Erdenplanes aufgelöst. Genauso wie mein irdischer Leib, den ich bei meinem ersten Tode verließ, zu Erde wurde, von der er genommen war. Staub wird wieder zu Staub, während die unsterbliche Seele in einen höheren Zustand hineingeboren wird. So ging ich durch meinen zweiten Tod und erwachte zur Auferstehung meines höheren Selbst.